Ja, herzlich willkommen zur Coffee Lecture, die heute eher eine Water Lecture ist, angesichts der hohen Temperaturen. Mein Name ist Frank Waldschmidt-Dietz und ich werde Ihnen heute ein bisschen was über Open Education Resources, kurz OER, erzählen. Und möchte mit einer kurzen Definition beginnen. Open Education Resources sind Bildungsmaterialien jeglicher Art in jedem Medium, die unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. Das ist eine Definition von der UNESCO, eigentlich noch ein bisschen ausführlicher, aber ich habe die mal aufs Wesentliche reduziert. Open Education Resources sind Teil einer größeren Open-Bewegung, zu denen auch Open Source, das ist hier im Grunde genommen das symbolisierte Schweizer Messer, zählen, Open Educational, Open Education, Open Access und noch andere zählen. Ein Schritt zurück vor der Offenbewegung war das Urheberrecht. Also warum braucht man überhaupt Offenheit? Ja, der Hintergrund ist natürlich der, mit der Einführung des Urheberrechts gilt auch der Schutz des geistigen Eigentums. Das heißt, alles, was ich erstelle an Materialien oder auch einfach nur ein Foto mit dem Smartphone etc., da habe ich automatisch das Urheberrecht. Das gehört mir und ich darf bestimmen, was damit gemacht wird. Niemand anderes darf das. Und das gilt immer. Und man muss auch kein Copyright oder irgendwie sowas draufschreiben. Das gilt. Und es betrifft Werke. Was sind Werke? Werke können eben Fotos sein, aber auch Bücher, Texte, Videos, Audioschnipsel, Musikstücke und so weiter. Also im Grunde genommen alles, was hinter dem eine Schöpfungskraft, ein Schöpfungswille steckt, ein daraus entstehendes Werk, ist geschützt. Anders ist es bei gemeinfreien Werken, also insbesondere wenn ein Werk erschaffen wurde und der Erschaffende, der Urheber ist bereits tot, 70 Jahre, um's genauer zu nehmen, dann darf man das auch so benutzen. Die Urheber verändern sich nicht. Also wenn ich einmal ein Foto gemacht habe beispielsweise und möchte das jemandem bereitstellen, dann bleibe ich in jedem Falle der Urheber. Auch wenn ich jetzt Sie beispielsweise bitten würde, machen Sie mal ein Foto von mir, dann wären Sie die Urheberin, auch wenn Sie es mit meinem Smartphone oder so gemacht hätten, es würde Ihnen gehören. Sie haben das Werk geschaffen. Ja? Was Sie aber tun könnten, Sie könnten mir Nutzungsrechte abtreten. Sie könnten sagen, machen Sie damit, was Sie wollen. Ja, oder Sie könnten es mir verkaufen und sagen, ich habe jetzt zwar das Foto gemacht, aber ich hätte gerne einen kleinen Obolus dafür, damit ich in der Mensa essen gehen kann oder so. Ja, also das ist eine Aushandlungssache und diese Nutzungsrechte werden verhandelt und können vergeben werden. Was immer geht, lesen und betrachten ist erlaubt. Also ich dürfte mir das Foto jetzt angucken, das Sie erstellt haben. Ja, das geht immer. Aber dürfte ich eine Kopie davon machen, dürften Sie es mir per WhatsApp schicken oder so, da hört es schon wieder irgendwo auf. Also veröffentlichen oder anpassen, verändern, zuschneiden, darf ich nicht einfach, müsste ich Sie fragen, darf ich das und in welcher Form. Darüber hinaus gibt es aber auch Nutzungen für Unterricht oder auch hier im Hochschulkontext, in der Wissenschaft oder anderen Institutionen, wo das einfach erstmal erlaubt ist. Also wenn Sie beispielsweise in der Vorlesung sind, da ist das was anderes, da ist ein beschränkter Teilnehmerkreis oder so und da dürfte ich jetzt Dinge zeigen, die ich jetzt vielleicht im Internet so nicht zeigen darf. Privatkopie ist auch so ein Punkt. Privatkopie ist meistens erlaubt für private Zwecke, also von der CD beispielsweise. Wenn ich den Kopierschutz nicht umgehe, dann darf ich für mich persönlich da eine Kopie machen. So, und jetzt kommt der Punkt, das Nutzungsrecht kann ich aber übertragen, habe ich vorhin schon erwähnt. Und da kommt jetzt dieser Open-Gedanke ins Spiel. Und ja, da gibt es so diese 5V-Freiheiten für Offenheit, die möchte ich ganz kurz durchgehen. Also der erste Punkt ist verwahren und vervielfältigen. Ich darf also, wenn Sie mir das Foto zur Verfügung stellen beispielsweise, darf ich es auf meiner Festplatte ablegen, ich darf es in einen anderen Ordner schieben. Und ich kann auch eine Kopie machen und in einen zweiten Ordner stecken. Also alles, was auf meiner Festplatte sozusagen passiert, ist erstmal in Ordnung. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe wäre, ich darf es auch verwenden. Verwenden heißt, ich mache einen Vortrag, so wie diesen, und mache eine Folie und verwende da Ihr Foto. Nächste Stufe ist verarbeiten. Ich darf es jetzt auch anpassen. Also vielleicht ist da ein Ausschnitt im Foto, der mir nicht gefallen hat oder ich möchte nur eine Person hervorheben oder ähnliches. Dann müsste ich das ausschneiden sozusagen. Ich muss das Material bearbeiten. Das ist die dritte Stufe der Offenheit. Vierte Stufe wäre
Ich mache einen Mix, so wie Sie es hier sehen. Also auch diese Grafik habe ich nicht erstellt, sondern das ist ein Material, das hier unter einer freien Lizenz steht. Und ich habe da ein bisschen Text dazu gepackt etc. und habe Material damit gemischt. Und die fünfte Stufe ist letzten Endes die Verbreitung. Verbreitung ist noch nicht unbedingt das, was jetzt hier im Raum passiert, aber wir zeichnen hier auch auf und es soll anschließend auf dem YouTube-Kanal landen. Damit wird es verbreitet und im Prinzip weltweit abrufbar. Das wäre sozusagen die höchste Stufe der Freiheit des Materials. Realisieren lässt sich das mit offenen Lizenzen und die bekannteste offene Lizenz oder die bekanntesten Lizenzen sind die Creative Commons Lizenzen und die sehen meist irgendwie so aus. Also so ein Creative Commons Symbol und dann kommen noch so ein paar andere Symbole, die ich gleich ein bisschen genauer erläutere. Es handelt sich dabei um das am weitesten verbreitete Lizenzsystem und es ist so eine Art Baukasten für Nutzungsrechte. Der Riesenvorteil ist, ich darf Material, das so gekennzeichnet ist, kostenlos nutzen, ohne nachfragen zu müssen. Ja? Also ich muss nicht beim Urheber nachfragen, weil der Urheber hat es unter eine bestimmte Lizenz gestellt und anhand dieser Codierung erkenne ich, unter welchen Bedingungen ich das benutzen darf und unter welchen Bedingungen nicht. Ich muss nicht nachfragen. Und diese Nutzungsbedingungen sollten eben leicht erkennbar sein. Dafür ist dieses Symbolsystem, das ich jetzt genauer vorstellen möchte, gedacht. Es gibt im Grunde genommen nur diese vier Symbole. Es geht immer los mit CC, Creative Commons, dafür das Kürzel. CC BY wäre die Bedingung, es ist eine Namensnennung. Also, wenn Sie mir ein Foto zur Verfügung stellen, muss ich immer sagen, ich habe es von Ihnen sozusagen. Dieser Nachweis muss dabei stehen. Könnte aber auch sagen, es darf nicht kommerziell genutzt werden. Damit nicht mit meinem freien Material irgendjemand Geld verdienen möchte. Ist aber so eine Sache, sobald ich jetzt dieses Video beispielsweise auf einen YouTube-Kanal stelle, YouTube schaltet Werbung, ist es ein kommerzielles Angebot. Also sollte man bei so einer Lizenz vorsichtig sein oder wenn man selbst Material lizenziert, lieber nicht verwenden. ND, keine Bearbeitung, das hat man häufig im Literaturbereich, dass man eben eine Arbeit hat, die eben nicht bearbeitet werden soll, dann kann man das ausschließen. Und SA ist die Weitergabe unter gleicher Lizenz. Wenn ich sage, ich stelle das Material offen bereit, dann sollen auch andere, die das Material verwenden, es selbst offen bereitstellen. Ja? Das überlege ich mir im Grunde genommen, wie hätte ich es denn gerne und stelle das in einer solchen Kombination bereit. Und Sie sehen jetzt hier so ein Spektrum der Offenheit, ganz rechts geschlossen, bedeutet, ich habe ein Foto oder ähnliches gemacht und gar nichts dran geschrieben, dann gehört mir das und es ist sozusagen ein Copyright. Und dann öffnet sich die Lizenz so langsam und eigentlich erst hier in dem dunkelgrünen Bereich darf ich teilen, darf ich remixen, also verändern oder eine kommerzielle Verwendung erlauben. Und das sind die eigentlichen wirklich offenen Lizenzen, die wir als OER, Open Educational Resources, dann auch verstehen würden. Die höchste Stufe ist CC0. CC0 bedeutet, ich kann das Material verwenden ohne weitere Bedingungen. Es gibt Plattformen, Bilderplattformen, Pixabay ist so eine Plattform, die bieten Content an, den darf ich einfach verwenden und muss noch nicht mal sagen, von wem stammt das Original. Das ist natürlich super, weil man dann am flexibelsten ist. Resources, was? Also jetzt kommen wir zu dem R, eben haben wir das O in OER, jetzt ist das R besprochen. Medien können sein einzelne Materialien oder auch komplette Kurse. Wir haben zum Beispiel unseren Citavi-Kurs auch online komplett als OER zur Verfügung. Lehrbücher, Kursmaterialien, Arbeitsblätter, Bilder, Videos, Multimedia-Anwendungen, Podcasts, Poster, Präsentationen, so wie diese, also das wird auch ein OER nachher, aber auch Musik, Audioschnipsel und ja, Medien eben jedweder Art. So, und jetzt die Frage, was ist eigentlich mit mir hier gerade? Bin ich auch so eine Art offene Ressource, wenn ich hier Ihnen frei irgendwas erzähle und Sie kriegen sogar noch ein Wasser dazu? Ja, so richtig offen ist es nicht, weil es ist zeitabhängig. Sie müssen also hier mittwochs 13:55 bis 14:10 Uhr sein. Sie müssen hier ins Foyer kommen. Bei der Hitze ist man auch nicht ganz so konzentriert, kann sich irgendwie nicht so alles merken. Und eine halbe Stunde später ist möglicherweise auch schon ganz viel wieder vergessen. Das macht aus mir sozusagen nicht so eine ganz offene Ressource. Oder vielleicht doch.
Weil es wird ja aufgezeichnet und landet anschließend auf dem YouTube-Kanal. Wird damit eben zeitunabhängig, ortsunabhängig, Sie können wiederholen und so weiter. Und dann wird es eine Ressource. Wo ist also so der große Unterschied? Naja gut, die Kamera läuft mit. Was sind jetzt die Motive, offen überhaupt zu lizenzieren und die Arbeit mit anderen zu teilen? Das ist vielschichtig. Ich habe hier mal 5 rausgegriffen. Das ist, eine könnte so Altruismus sein. Die Pädagogen in den 70er Jahren, denen war ganz wichtig, freie Bildung für alle. Ja, was natürlich schwer zu realisieren war. Damals gab es noch kein YouTube und Internet war auch noch nicht erfunden. Und man hat da Wege gesucht. Das ist heute viel einfacher. Heute haben wir YouTube, heute haben wir die Lernplattform Ilias für die JLU, wo Materialien auch bereitgestellt werden können und ich kann Bildung tatsächlich breit streuen. Verbesserung durch die Community, wenn ich Material offen stelle, dann können auch andere mitarbeiten und es möglicherweise verbessern oder kommentieren. Man kann Material gemeinsam entwickeln. Die Verbreitung ist ganz offensichtlich, wir merken das hier. Wir haben hier immer einen relativ kleinen Kreis in der Coffee Lecture und wir merken auch auf dem YouTube-Kanal, wenn das Thema zieht, dann haben wir durchaus nochmal 500 Klicks. Nicht nur aus der JLU, sicher auch von weiter her. Aber es sorgt einfach für die Verbreitung. Ja, Reputation ist so ein anderer Punkt, dass man sagen könnte, ich mache einfach Werbung für mich, meine Dienstleistungen oder wer weiß was. Gut, eines der Bildungsziele der UN 2030, oder was heißt Bildungsziele, es gibt Nachhaltigkeitsziele, da sind so bedeutende Dinge dabei wie keine Armut oder kein Hunger, Gesundheitsversorgung und auf Platz 4 kommt schon die Bildung, ja, freie Bildung für alle, das ist also so eines der Ziele, wo wir uns mit OER auch einordnen. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht aus einem Workshop im März, wie sowas aussehen kann. Das ist so eine Art Motivationsposter. Ja? Das heißt, ich habe mir einen Spruch ausgedacht, habe mir in dem Fall bei Pixabay eine Grafik gesucht. Und hier ist der Nachweis. So würde das aussehen. Das Poster habe ich genannt, Zutaten für großartige OER. Dann kommt mein Name mit einer Verlinkung, wo sich das Original befindet. Die Hintergrundgrafik ist nicht von mir, die habe ich von Pixabay, sagte ich schon, deswegen habe ich das hier entsprechend auch noch nachgewiesen. Also wer das nachnutzen möchte, weiß auch, woher stammt das Material. Und das Ganze steht unter einer CC BY-Lizenz, das heißt, man muss nur sagen, von wem stammt das, also mir, und dann darf man das weiterverwenden. Kurzer Blick hinter die Kulissen, das war das Originalfoto und auf Pixabay sieht man dann auch, wie man das lizenzieren sollte, beziehungsweise wie man es in eine Website einbinden konnte. Hier der Link auf das Originalfoto. Und Sie merken schon, ich habe einen Ausschnitt verwendet. Freie Inhalte gibt es an vielen Stellen. Eine Stelle ist natürlich Google. Sie können die Google-Suche verwenden und man sieht es hier oben in der Bildersuche, kann man filtern nach Nutzungsrechten. Ja, auch in Google, also man darf nicht alle Google-Bilder verwenden, aber wenn man hier filtert, dann bekommt man auch gezielt offen lizenzierte Bilder, die man dann verwenden dürfte. Es gibt von den Wikimedia Commons eine eigene Einstiegsseite, die ist ganz gut. Oder auch hier eine eigene Suche für Creative Commons Material und noch ein paar andere. Ich will da nicht im Detail drauf eingehen, das können Sie sich im Nachgang auch auf YouTube noch anschauen. So, das war's für heute. Punktlandung, wenn Sie noch Fragen haben, gerne. Ich freue mich, dass Sie da waren. Und ja, hoffe, Ihnen hat's gefallen.